So, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es haben ja bei Instagram einige ein paar Videowünsche geäußert, unter anderem das Format Zeig mir mal und What's Inside My Bag. Ich dachte, das ist ja so ein bisschen irgendwie ähnlich und ich dachte, ich lasse mich jetzt von euch mal motivieren, meine Strandtasche auszupacken. Also ich muss sagen, ob wir zum Strand gehen, ins Freibad oder auch nur hier bei uns zum Planschbecken, ich packe eigentlich immer das Gleiche ein und ja, nehme euch doch einfach mal mit, ne? Wenn euch das interessiert. Und gleichzeitig habe ich dann das Chaos hier auf dem Tisch und räume das gleich weg. Also zwei positive Dinge an einem Stück. Ich fange mal mit dem Wichtigsten an. Meine halbe Tasche, also ich muss dazu sagen, ich nehme immer so ganz random, obwohl ich eine schicke Strandtasche habe, die ist eigentlich zu klein, eine richtig hässliche Einkaufstüte mit und meinen Rucksack. Frag mich nicht, warum der Rucksack, da ist so meist ja, mein Portemonnaie drin, gegebenenfalls mein Handy, Desinfektionsspray, so Handtaschenzeug, ist aktuell schon ausgeräumt, eine Maske braucht man ja aktuell auch überall. Irgendwie sind da auch immer noch so, ja, Snacks für die Fahrt. Man weiß ja nie, das Kind könnte verhungern. Die Kleine hat nämlich immer so eine Snackbox bei mir mit sämtlichen Kindersnacks. Da sind auch eigentlich immer Windeln drin, weil sie da schon drin sind und was zu trinken. Manchmal noch ein Quetschi, wenn ich nett bin. So, machen wir weiter mit dem Essen in der Strandtasche. Das sieht auch ähnlich aus. Also theoretisch bräuchte ich meinen Rucksack nicht zwingend, nur aufgrund des Portemonnaies und so weiter. Ja, ich habe immer einiges an Snacks mit. Die frischen Sachen habe ich natürlich schon rausgenommen, beziehungsweise sie wurden aufgegessen. Also ich habe immer Minimum eine Banane für uns mit, meistens zwei für jeden eine. Teilweise auch zwei Teile Obst, also so viel können wir eh nicht ab. Manchmal dann noch so eine kleine Tupperdose Heidelbeeren. Apropos Tupperdose, ich kann euch diese Lock-in-Lock-Dinger super empfehlen. Gerade wenn es darum geht, Heidelbeeren. Bei mir muss alles schnell gehen, ich nehme die Heidelbeeren unter die Spüle, wasch sie ab, pack sie klitschnass in die Tupperdose, mach sie zu. Und die Lock-in-Lock-Dinger, ich habe sie ja noch in Pink. Leute, optimal, laufen nicht aus, kann ich nur empfehlen. Bereicherung meines Lebens. So, ja, dann habe ich manchmal so Tütchen, wenn sie schon angebrochen sind, nehme ich sie manchmal so mit. Zum Beispiel haben wir hier aktuell diese gefriergetrockneten Früchte, diese Erdbeeren findet sie ganz klasse. Eigentlich habe ich, wie gesagt, immer eine Snackbox, die eigentlich so aussieht. Diesmal war ich zu faul und habe die restlichen Salzbrezeln mit den anderen restlichen Snacks so aufgefüllt. Das ist eigentlich eine Mischung aus diesen Dingern hier. Mais- und Käsestang von Freche Freunde. Also fruchtbar läuft bei uns ganz gut. Ja, und dann hatte ich jetzt mal die Dinkelcracker ausprobiert, hat sie aber irgendwie doch nicht so gegessen. Ja, dann habe ich immer mit für die Kleine eine Kindertrinkflasche und eigentlich auch noch eine andere, noch eine zweite, und zwar keine Kindertrinkflasche. Ich muss mal gucken, ob sie hier noch drin ist. Sonst hole ich mal schnell eine. Und zwar sowas hier. Also die ist jetzt von Vittel. Wir hatten vorher von Volvic die Minions Edition. Leute, dieses Kind hat so viel getrunken, einfach weil da zwei Minions drauf waren. Ich weiß nicht warum. Meine Mutter hat mir früher mal gesagt, was kaufst du da für einen Quatsch? Sie wollte es nicht kaufen. Oder jeder kauft es irgendwie nicht, weil es mega überteuert ist, einfach weil es eine kleine Flasche ist. Aber ich finde es so unfassbar praktisch. Und ich nutze es aktuell viel, viel lieber als solche gekauften Becher oder Flaschen oder sonstiges. Und ja, die Kleine kommt damit ganz gut klar. Absolutes Highlight bei uns. Ja, für mich nehme ich dann auch immer mindestens eine, eher zwei Wasserflaschen mit. Also die ist jetzt irgendwie von Penny. Ich hatte auch noch eine von Volvic. Aktuell stehe ich absolut, also nicht nur aktuell, ich liebe das Wasser von Volvic. Und ich muss sagen, es passt optimal in die Höhe meines Rucksackes. Die andere passt hier auch, wie ihr seht, rein, aber ist manchmal eng, wenn da noch viele andere Dinge dabei sind. So, jetzt kommen wir aber mal zu den richtigen Strandsachen. Was bei mir nicht fehlen darf, ist diese Hülle. Die habe ich mir mal im Urlaub gekauft. Das ist so eine Wasserschutzhülle fürs Handy. Wer mich kennt und wer jemals mit mir am Strand war, mit der Kleinen, jede Sonnenbrille, die bei mir rumliegt, ist danach komplett zerkratzt. Dementsprechend will ich nicht, dass es mit meinem Handy passiert und packe es immer in diese Unterwasserschutzhülle, ebenso weil ich auch gerne mal Fotos am Wasser mache. Ich traue ihr nicht zu 100%. Ich habe es zwar damals getestet mit einem Blatt Papier drin, sie ist wirklich dicht, aber hat hier auch schon mittlerweile einen kleinen Riss. Also
würde ich die nicht nochmal unter Wasser nehmen. Aber kann ich jedem nur empfehlen mit Kind. Absoluter Sicherheitsschutz. Dann muss ich sagen, was ich auch über alles liebe, sind diese Ponchos. Also wir haben zwei Stück davon, den haben wir jetzt auf Mallorca gekauft, hier mit so einem Schwanz mit drin. Es gibt nichts Praktischeres am Strand, weil ja, ich ziehe die Badesachen aus, nutze aktuell, damit ihr es auch mal seht, immer lange Sachen. Als wir im Urlaub waren, sie hatte immer lange Badesachen an, einfach weil ich das gar nicht gewährleisten kann, sie so viel einzucremen immer. Natürlich creme ich sie regelmäßig ein, aber ihr wisst ja selber, wie das ist, wenn man verbrennt, sieht man manchmal, wo welchen Fleck man vergessen hat und die Kinder bewegen sich und ich habe da einfach keine Lust, mich zu stressen. Also ziehe ich einfach immer möglichst lange Dinge an, die UV-geschützt sind, wie zum Beispiel dieser Anzug. Den mag sie auch ganz gerne, ist ganz süß und ja, kann sie nicht verbrennen. Dementsprechend ist das ja dann nach dem Wasser nass und ich ziehe das einfach aus und schmeiße dann diesen Poncho um. Da ist sie dann auch weitestgehend erstmal bedeckt. Also der ist hier sogar so, dass er auch zusammengenäht ist. Man hat hier ein Schlupfloch für den Arm. Und es ist einfach super praktisch. Übers Kind rübergezogen und fertig. Kind ist abgetrocknet. Und sie läuft damit auch total gerne rum. Ja, braucht sie auch nicht unbedingt einen Hut. Sie setzt auch gerne die Kapuze auf. Also ich hätte selber gerne so ein Teil. So, so viel zu dem Poncho und den Badesachen. Was man natürlich auch nicht vergessen darf, sind Schwimmwindeln. Ja, haben wir immer dabei. Ich weiß, viele Kinder laufen nackt rum. Meins nicht. Also es ist nicht, dass ich ihr das irgendwie grundsätzlich verbieten will. Aber ich denke dann halt immer, wenn sie dann doch mal groß machen muss und dann die Hose noch anhat, habe ich immer keine Lust, das alles da rauszuholen. Weiß ich nicht. Wir haben halt Schwimmwindeln. Und ich finde sie auch echt ganz praktisch und ja, spricht für mich nichts gegen. Ja, dann habe ich zum Wechseln meist, trotz alledem, oh, weil ich ihn so süß finde, immer noch so einen Badeanzug mit. Tatsächlich ziehe ich sowas eher selten an, auch wenn ich das unfassbar niedlich finde. Aber gerade dann, wenn die Sonne so knallt und ich immer das Gefühl habe, alle 10 Minuten ich selber verbrenne und ich müsste mein Kind eincremen, ziehe ich sie nicht an. Meistens dann eher dann, wenn ich weiß, so okay, jetzt wird die Sonne nichts mehr tun oder so, creme sie trotzdem ein. Ich weiß, das ist so Chrissy-Logik, aber ja, ich weiß auch nicht. Ich will einfach immer nicht, dass sie verbrennt. So. dann ist ja ganz wichtig, habe ich immer Sonnencreme mit, packe ich immer in solche luftdichten Tüten. Also das ist jetzt hier meine, ja, ich weiß gar nicht, ob es meine ist. Ich glaube, die habe ich meiner Freundin geklaut. Ich hatte eigentlich so eine Special Edition von DM, aber gut, die ist von Rossmann. Ja, jetzt ist es wohl meine. Ich benutze eigentlich immer 30er, wobei ich diesen Sommer sehr viel auf 50er umgeschwenkt bin und alle immer so, wie kannst du dich mit 50er eincremen, da wirst du gar nicht braun. Irgendwie ist mir braun gar nicht so wichtig und ich muss sagen, bin doch recht braun geworden. Also klappte das ganz gut. Ja, die Sonnencreme von der kleinen Honig nochmal. So, die aktuelle Sonnencreme, die wir nutzen, ist tatsächlich die hier. Die habe ich jetzt letztens nochmal im Angebot nachgekauft. Davor waren wir ganz lange, die solltet ihr eigentlich immer aufgebraucht sehen. Diese hier, die habe ich tatsächlich bei Aldi gefunden und die war für Neurodermitiker geeignet, wasserfest, für erwachsene Kinder und Babys parfümfrei. War ich sehr, sehr zufrieden mit, deswegen wollte ich sie euch nochmal zeigen. Die ist auch nicht schlecht. Aber die hat sich so richtig krass wie eine zweite Haut um die Haut gelegt. Also ich hatte teilweise echt Probleme beim Entfernen. Bei der hatte ich manchmal das Gefühl, wenn sie Wasser war, als würde sie sich gleich wieder abwaschen, obwohl sie beide wasserfest sind. Ja. Auch ohne Duftstoffe, davon mal ab, aber der war ich sehr zufrieden. Jeder hasst mich zwar dafür, aber ich mag es, wenn man das auch sieht, dass man eingecremt ist, damit man auch sieht, ob man irgendwas vergessen hat. Nochmal zu meinen Sonnencremes, die habe ich auch gerade mal aus meiner aufgebrauchten Schublade geholt. Ich liebe ja solche Special Editions, so ein bisschen mit Kokosduft oder ich glaube die hier war ein bisschen sehr süß. Ja, schon ein bisschen süß, so Tropical Wipes, sehr, sehr süß. Also als hätte ich mir so einen Cocktail über den Körper gekippt. Jetzt wundert mich auch nicht mehr, warum die Wespen alle kamen, aber gut. So, mehrere Dinge, die wir noch mit haben. Unverzichtbar am Strand sind für mich Crocs. Liebe ich über alles. Gerade wenn der Sand so heiß ist, man kann damit gut im Sand gehen, da bleibt nicht alles kleben, man kann das leicht ausklopfen und
Ja, man kann sie im Wasser anziehen, man muss es nicht. Und ja, sie sind schnell an- und ausgezogen. Geht es bei uns allerdings an Pool oder an den Strand, liebe ich solche Badeschuhe. Bewusst diese. Ich weiß, es gibt ganz oft diese festen Schuhe mit dieser Gummisohle, die wirklich mehr Schuh sind. Das ist ja mehr so ein Barfußschuh. Die hatten wir letztes Jahr, diese festen Schuhe, war ich überhaupt nicht von begeistert, weil trotz der Schuhe am Rand vom Pool ist das Kind ausgerutscht. Ich konnte ihn nicht eine Sekunde alleine gehen lassen, weil ich so Angst hatte alleine im Urlaub, dass sie sich mit dem Hinterkopf da am Pool sonst was aufschlägt. Vielleicht übertreibe ich auch, aber meine Kleine konnte es definitiv nicht so gut. Sie ist auch immer die erste in der Dusche ohne Schuhe oder so, die sich sofort langlegt. Ich glaube, manche Kinder können es besser, manche nicht. Und da habe ich bei vielen Eltern diese Art von Schuhen gesehen. Ich habe sehr, sehr lange gesucht, bis ich sie auf Mamikreise gefunden habe. Tatsächlich, sie sehen aus wie neu, muss ich sagen. Also immer noch, trotz dessen wir es getragen haben. Und bin sehr, sehr begeistert. Also es ist einfach so eine Gummisohle mit so einem Ballerinaschuh. Tipptopp. Das kann ich nur empfehlen. Für den Strand finde ich es nicht so geeignet. Kann man aber auch machen. Also am Strand kann sie von mir aus barfuß gehen. Genau, das wollte ich noch dazu sagen. Dann stöbern wir mal weiter nach Tasche, ne? Dann gibt es noch das Thema Schwimmflügel. Erstmal muss ich sagen, es gibt diese typischen Orangenen, die habe ich jetzt hier nicht mehr drin. Die habe ich schon ausgepackt, weil ich so richtig sauer war. Da steht 0 bis 18 Kilo, mein Kind wiegt 14. Und die rutschen wie nix vom Arm. Gerade mit dem Langarm-Badeanzug kann man komplett vergessen. Diese hier hatte ich im Ausland gekauft. Die haben zwar abgefärbt, aber jedenfalls ihren Zweck vom Schwimmflügel erfüllt. Also die sind dann wiederum noch ein bisschen kleiner. Da steht tatsächlich 18 bis 30 Kilo. Also fragt mich nicht, was die Hersteller sich dabei denken. Die halten zumindest. Trotz alledem, wenn ich das Kind ins Wasser halte, ja, und sie kurz loslassen würde, die würde mir abgluggern bis sonst wohin. Was ich jetzt gesehen habe bei vielen anderen Kindern, sind diese Real-Schwimmflügel. Da springen die Kinder mit ins Wasser und gehen nicht unter. Da frage ich mich immer so, wieso können die das nicht? Es ist in beiden nur Luft drin, frag mich das nicht. Ich habe sie nicht. Ich wollte dazu sagen, falls jemand auf der Suche ist, würde ich auf jeden Fall die anderen empfehlen. Oder, wovon ich sehr, sehr begeistert bin, ich weiß, bei Instagram habt ihr gesehen, mir ist das Ding einmal kaputt gegangen. Also man darf es nicht waschen. Steht da auch drin, aber ich dachte, wenn man die Handwäscheeinstellung in der Waschmaschine probiert, passiert auch nichts. Ja, und es ist leider in der Waschmaschine hier der Reißverschluss dann geschmolzen. Frag mich nicht warum. Und ist sie aufgerissen. Jetzt haben wir eine neue bekommen. Wir haben sie allerdings im Urlaub und auch hier in Deutschland benutzt. Ich finde es super praktisch. Ich finde sie nicht zu dick. Die Kleine zieht es tatsächlich auch gern an und sie hat einen richtig krassen Auftrieb. Also meine Kleine ist noch nicht so, dass sie alleine schwimmen will, mag, kann, keine Ahnung, wie andere in ihrem Alter da einfach ihre Kinder im Pool schmeißen und die da losplanschen. Also bei uns funktioniert das noch nicht. Aber ich habe auch mal versucht, sie loszulassen und mal geguckt, wie stark der Auftrieb ist. Habe es auch mal direkt verglichen. Das ist deutlich sicherer, meiner Meinung nach. Natürlich kann man immer haben, dass das Kind nach vorne kippt, aber trotzdem, dass die Schwimmweste halt so von hinten und vorne hoch geht, hat sie einen besseren Halt. Also da kippt sie nicht so schnell mit dem Gesicht ins Wasser oder nach hinten. Bei den Schwimmflügeln, wenn die halt nur in den Armen sind, da habe ich eigentlich direkt das Phänomen, dass man mit dem Kopf vorne unter Wasser kippt und dann liegt man auch falsch rum drin. Natürlich soll man es ja an sich nicht provozieren, aber es gibt immer diese Sekunden, wo man einfach nicht hingucken kann und mir scheint diese Weste sicherer. Wobei ich eigentlich immer ja mit ihr zusammen im Wasser bin. Ihr wisst das, ne? Also ich sage es lieber dazu, ich lasse mein Kind jetzt nicht alleine irgendwie eine Stunde baden gehen oder so, ich bin immer dabei. Aber ich denke immer an den Fall der Fälle, weiß man nicht. Manchmal wird man abgelenkt, manchmal keine Ahnung. Ist irgendwas. Und für den Fall der Fälle ist die sicherer. Natürlich muss man in beiden Fällen immer gucken und das Kind im Auge behalten. So. Was habe ich noch dabei? Ich nehme immer noch ein paar Flipflops mit an den Strand, an den Pool, an überall, so eine richtig ranzigen. Weil ich so ein Opfer bin und damit kein Auto fahren kann. Ich fahre immer mit Turnschuhen Auto, ich kann nichts anderes. Ja. Dann habe ich natürlich immer, ja, dann habe ich auch immer noch normale Windeln mit, die sind auch schon aufgebraucht. Also immer mindestens,
Je nachdem, wie lange wir bleiben, 3 bis 4 Schwimmwindeln und auch ja, 3 bis 4 normale Windeln und Feuchttücher. Die Feuchttücher habe ich ja hier noch im Rucksack. Der Rest ist hier aus der Tasche schon verschwunden. Dann habe ich hier noch einen Schnulli, da habe ich auch immer einen Ersatz dabei. Am Strand verschwinden die Dinge unfassbar schnell. Ja, dann habe ich für mich immer noch ein Wechseloutfit und für die Kleine habe ich immer mindestens ein Wechseloutfit und zusätzlich auf jeden Fall noch ein T-Shirt, so ein richtiges ranziges T-Shirt, das sitzt schon in der Wäsche, was sie einfach, falls sie doch mal keine Lust hat auf ihren Badeanzug oder dort irgendwie mal schnell gehen muss oder weiß der Kuckuck was, sie irgendwie in der Sonne noch spielen will, irgendwie so ein T-Shirt, was man überzieht, damit die Schultern nicht verbrennen oder so. Genau. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Noch eine Sache natürlich nicht zu vergessen. Meistens ist in dieser Tasche noch ein Schwimmtier wie ein Flamingo oder sonstiges, was mit ins Wasser muss. Und ebenso habe ich noch eine Tüte mit Sandsachen. Also diese Sandsachen sind in einer Tüte, die bleiben auch immer in dieser Tüte. Ich habe gar keine Lust, diesen ganzen Sand immer überall zu haben. Auch wenn ich es am Strand auswasche, klebt da immer noch Sand und Salz und keine Ahnung. Genau, die habe ich immer noch mit und ansonsten, ja, Snacks vermehren oder verringern sich. Wenn wir nur nachmittags an den Strand fahren, reicht das vielleicht mit den Snacks, wenn wir da dann abends noch essen. Ansonsten schmiere ich noch immer Brote, Reiswaffeln belegt, ist bei uns ja der absolute Hype. Und ja, ich glaube, dort waren die wichtigsten Sachen. Ich selber habe natürlich auch ein Bikini mit, den ziehe ich meist schon an. Ja, ich glaube, das war's. Kinders, nee, ich habe natürlich noch was vergessen. Und zwar habe ich immer noch eine Aufplopp-Strandmuschel dabei. Ich weiß nicht, ob ich euch noch mal ein Foto einblenden kann davon. Ansonsten gibt es sie überall. Das ist so ein Kreis, die macht man auf und zack, steht das Zelt. Beim Einbauen bin ich mittlerweile Profi. Das erste Mal war nicht ganz so einfach. Und einen ganz heißen Tipp, das hatte ich nämlich schon in die Wäsche gepackt. Neben einer Decke habe ich immer noch mein Special-Handtuch. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist so ganz dünner. Ich glaube, es ist Mikrofaser. Es ist eigentlich relativ weich, der Stoff. Oh, ich weiß auch gar nicht, wo ich das gefunden habe. Nee, es ist tatsächlich Polyester und Kylamid, wie auch immer. Das kann man, ich stelle mich mal eben hin, das kann man halt so richtig klein zusammenfalten. In Italien nutzen das viele. Gibt es das auch als Bademantel? Und ich fand das dort schon immer so ultra praktisch und wollte das unbedingt hier haben. Jetzt habe ich es bestimmt falsch rum gemacht. Moment. Genau, so sieht das dann aus, wenn es zusammengefaltet ist. Und Leute, da kommt kein großes Handtuch gegen an. Das ist die optimale Strandhandtuchgröße. Es ist super weich, es ist super dünn, es ist super praktisch. Ich liebe es, weil es nimmt einfach keinen Platz weg. Ich will für die Kleine auch noch genauso was kaufen. Mag das mega gerne. In diesem Sinne sage ich vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich verlinke euch hier noch meine letzten beiden Videos. Hier unten könnt ihr mich sehr gerne abonnieren. Und ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ich euch noch mal so zeigen soll. Wäre ich super gespannt drauf. Und ja, bis zum nächsten Mal.